So, meine lieben Kinderchen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Daymare 1998. So, 1998. Also 1998, eigentlich so mein Lieblingsjahr, da habe ich so coole Dinge erlebt. Das Spiel spielt also eine Zombie-Apokalypse. So ähnlich wie Resident Evil tatsächlich. Also wird wohl auch auf diese Resident Evil Story, nein, nicht Story so direkt, aber es wird Ähnlichkeit mit Resident Evil haben. Ich spiele es jetzt, weil es tatsächlich nächstes Jahr, glaube ich, den neuen Teil rausgeben soll. Dann soll es 1994 soll es denn sein. Und ja, ich bin gespannt. Ja, 1998, da kam für mich ja, da habe ich ja meine, von meinem ersten Gehalt hätte ich beinahe gesagt, ne, 98, mein erstes Gehalt, weiß ich gar nicht. Da habe ich eine Playstation gekauft, eine Playstation 1. Und dann das erste Mal für mich den Resident Evil damals entdeckt. Resident Evil Director's Cut. Und dann kam auch Resident Evil 2 auch direkt. Das kam ja, ich habe Resident Evil 1 für mich entdeckt. Und bums, kam ja schon Resident Evil 2. War natürlich ein sehr, sehr geiles Jahr. Und seitdem hat mich der Zombie-Virus gefangen. Und es war tatsächlich auch so ein Jahr, wo oder so eine Zeit, wo alle diese ganzen Zombies aus den 80ern, 70ern wieder ein neues remastered hatten und alles nur wirklich sich um Zombies danach drehte, bis Anfang der 2000er, wo nachher der schnelle Zombie bei Dawn of Dead und so einen ganzen Scheiß da gab. Auf jeden Fall, wir wollen dieses Spiel spielen. Bin schon ganz gespannt. Ja, im Hintergrund hört die Waschmaschine. Ich weiß nicht, warum die immer läuft. Also, los geht's. Oh, Digga, was ist los? Option, Mitwirkende. Zurück zum Desktop. Das ist, glaube ich, das Beste. Zurück zum Desktop. Gar nicht erst anfangen. So, Kinside. Welcome to Kinside. Das ist offensichtlich die Stadt, um die es hierbei geht. Was machen wir? Die fahren direkt erstmal einmal. Oh, Digga. So, der klassische 90er-Jahre-Modus. Was soll mir das sagen? Huch. Moderner Ansatz. Bist du besser als Horrorspiele in der neuen Generation vertraut oder ein flüssiger Kampf-Gameplay, wirst du schnell rennen und reagieren können. Hier gibt es Magazine oder mehrere Nachlademodus. Schieße, töte, nachladen. Au. Auswahlmodus gibt es hier mit Enter. Nein! Warte nochmal zurück. Hä? Kann ich nicht das? Wie kann ich das? Was ist denn das? Kann man da nicht. Was habe ich jetzt gemacht? Nein, neues Spiel, neues Glück. So, gibt es denn eine überhaupt irgendwie, dass ich hier. Nee, kann ich nicht. Also, ich muss das hier nehmen, was hier da ist, ne? Weil das andere kann ich nicht. Enter, Auswahl, Enter. Ja, ich kann nur Enter. Bups. So, spiele das Spiel. So wie es vom Team Invader Studios vorgesehen ist. Willkommen zurück in echten Survival-Horror. Gibt es eine andere Option eigentlich denn? Nee, gar nicht. Ich kann nur verlassen oder Dings. Dann machen wir es halt so. Keine Ahnung. Was anderes können wir ja nicht machen. E für weiter. Achso, Damien. Damien, normal, leicht, bla bla bla. Möchtest du Story, bla 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 bla. Wir fangen mal erst ganz Sucha an. Weil es ist natürlich immer für mich immer so, der Spielspaß muss im Vordergrund tatsächlich sein. Und ich bin nicht so dieser Typ, so Pro-Gamer. Wir machen alles. Ja. Wie komme ich denn hier weiter? Achso. Wie gesagt, es muss der Spaß im Vordergrund tatsächlich liegen für mich. Und das zählt einfach. Ne? Und nicht dieses Pro-Gaming-Scheiß-Dings. Da habe ich keinen Spaß bei, wenn ich permanent draufgehe. Und sonst den Kram. Man kann ja überlegen, ob man sich den Schwierigkeitsgrad nachher vielleicht noch ein bisschen härter verstellt. Ne? Aber wie gesagt, es geht für mich um den Spielspaß, nicht um die Härte. Mehrere Stunden sind vergangen, seitdem Kommunikation mit dem Aegis-Labor zusammengebrochen ist. Jetzt wurden zwei hochqualifizierte Teams aus Agent und Hates X-Core Advanced Division for Extraction and Search entsandt, um die Sache nachzugehen. Ihre Mission, die vermissten Forscher finden, die scheinbar spurlos verschwunden sind und sensibles Material für eine Geheimabteilung der US-Regierung bergen. Spezialagent Life hat den Auftrag, sich Zugang zu den unteren Ebenen des Labors zu verschaffen. Und als er zum zweiten Dienstboteneingang gelangt, erkennt er, dass das Sicherheitssystem die gesamte Anlage unter Quarantäne gestellt und dabei automatisch jeden eingesperrt hat. Dies soll als Warnung für zukünftige Eindringlinge dienen, dass ein Experiment auf schreckliche Art und Weise fehlgeschlagen ist. Story? Dieses da jetzt erinnert mich stark an Resident Evil, den Film, den ersten Teil. All
that matters on the chessboard are good moves and the actions you take to achieve this result. What I do is bide in the shadows, where I can strategically exploit the most vulnerable pawns. But this time had to be different. This time, I had to involve my hand directly. But let's get things in the right order. So I began the first phase of my plan. Requesting the evacuation of all remaining personnel. Code Blue, repeat, this is a Code Blue emergency. Please respond, anyone, please! My name is Rebecca Jordan. I'm a doctor at the Aegis Medical Facility on the North Ball Islands. We have a problem of submagnitude here. There's a situation in the building that requires... There's been a terrible mishap. I think we've been exposed to some kind of gas, a corrosive agent that latches onto the lungs, warping people outside. Plans, last not communication of Aegis's laboratory 12 hours ago. The latest news parameters are courtesy of our friends over at the DOD. It seems the corrosive agent in question is actually the same experimental gas you've been ordered to retrieve. Only problem is, they forgot to mention in the initial brief that it's also a new type of chemical weapon that kills almost everyone it afflicts. Rest assured, all entrances and exits to the building were automatically sealed at the first sign of a breach, which is standard security protocol when these mishaps occur. Your teams will infiltrate the facility as such. Epsilon, you'll enter via the central lobby on the second level, which serves as the main access point, and edge your way to the laboratory. Delta, you will simultaneously sweep through the lower levels where the main laboratory is located. According to our intel, the basement is where the so-called gas leak occurs, so proceed cautiously. Be advised, this operation status has been raised to priority red. Repeat, priority red. You all know what that means. This won't be the simple snatch and grab you were initially led to believe. Good luck, gentlemen. Now get in there and show us what you're made of. That hell is true in the House of Hades. HQ out. Priority red. You do understand that this assignment could be our last. Well, you know, if I were a betting man, I think I'd bet that the odds of, making it home in one piece are, a lot better with you on the battlefield. But that's if, you know, Gomer Pyle doesn't put us down first. Just shut the fuck up, Leaf. Goddamn motor mouth. Don't let him get to you, kid. That shipbird squawks at anyone with a bigger stick. Which is pretty much everyone. Never should have pulled his ass out that fire back in Bloom in 94. Thanks, Hayden. Understood, Major. Get it. I mean, I don't know. Maybe I should just let the past go. Romero 4 Gulf, this is HQ. We hold you on gadget and show you entering the airspace above the island. You should be within visual range of Aegis at any moment. Over. HQ, this is Sandman Actual. In descent for November Foxtrot India. Standing by for mission go. Sandman Actual, this is HQ. You are mission go. Authentication Echo Gulf 394 at time 0227 Zulu. Out. We are mission go. This is the second platform. And the end of the line for you, lead. Green will infiltrate the laboratory via the third platform. After that, Raven and I will hold position at the external loading bay and remain alert 5 to pick you rubber suckers up upon completion. At which point, we'll regroup on Platform 2. Keep your comms clear as a precautionary measure. Over. Roger that. Comms clear. En route to primary objective. Okay, wir dürfen Hank spielen, wa? Das ist, der erinnert mich echt an Resident Evil. Der Hank damals, den man Resident Evil 2 spielen konnte. Okay, wir bewegen uns
Sollen wir mal ganz kurz gucken, nochmal eben, was die Option. Was ist hier denn los? Du kannst das Spiel während des Speichervorgangs nicht laden oder verlassen. Ja, das. Okay. Entschuldigung. Bitte, steh ihn. Boah, ist mir das Spiel. Nee. Hä? Das Spiel ist komplett gerade. Alter. So, das Spiel hat sich gerade voll Elle aufgehangen. Mal gucken. So, wir können erstmal nur ganz gechillt laufen. Unlock codes received. We are remotely overriding the service access to Aegis Station. As explained during the brief, the data interchange device is still being tested for field use. Nevertheless, it will be quatschen nicht so gut. Habe ich die Cam wieder an? Allowing you to manage weapons, consumables, nee, hab ich nicht. Maps, health state, and above all, allow you to interact with any type of electronic device. Inventar. In diesem Tab findest du alle Verbrauchsgegenstände und andere wichtige Gegenstände, die der Charakter im Laufe des Spiels findet. Im oberen Abschnitt befinden sich darin außerdem Waffen des Charakters. D für weiter. Das sind merkwürdige Tasteneinstellungen. In diesem Tab findest du alle Informationen über die Gesundheitsstatus des Charakters und der Veränderung. In diesem Tab findest du die Gebietskarte, Informationen und der Battlebob. In diesem Tab findest du alle Audiodateien, die Charakter im Laufe des Spiels findet. Dabei der Bettkuh verlassen. Alles klar, das ist unser Inventar. Wir haben ein Sturmgewehr. Offensichtlich. Wie komme ich denn da hochgesquatscht? Ah ja, gar nicht. Zurück Q, interagieren F. Aha. Das wäre dann allerdings. Inventar. Navigationen, das ist klar. Tab wechseln 1, 2. Nein, das ist dann unser Gesundheitsstatus. Das ist die Karte. Okay. Q verlassen. Es fühlt sich noch so ein bisschen schwammig an, finde ich gerade. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie mal vielleicht die Mauseinstellung ein bisschen flotter kriege. Das wäre natürlich echt nice. Tastenbelegung, Tastenbelegung. Gameplay. Gameplay, was ist das? Mausempfindlichkeit. Pff. Kann mit X am. Nee. Zielempfindlichkeit. Vibration. Oh. Ein bisschen mehr. Controllerempfindlichkeit. Wieso gebe ich hier bei Maus ein und er sagt Controller dann? Bist du total behindert? Das soll mir mal einer erklären, warum das so jetzt gerade war. Mal auf 60. Ja, sag mal, Kollege, ich will hier unten. Dabei. Digga. Irgendwas stimmt hier nicht. So. Okay, jetzt soll es ein bisschen schneller gehen. Okay. Natürlich haben wir die Passwortdaten bekommen. Und hier sind schon die ersten Toten. Geil. Hier kann ich ja mal eine Flinte ziehen. Ich meine, ganz im Ernst, wir sind hier unterwegs und sind nicht auf sowas vorbereitet. Aber spätestens jetzt will ich doch die Flinte ziehen. Digga, kein Problem, ich mach das so. Kann ich die. Kann ich die anwählen? Nee. Interagieren. Egal. So, okay, spätestens jetzt würde ich die Flinte ziehen. Unser Kollege Hank macht das hier nicht. Boah, hier, ich dachte, es wäre der Panzerfaust gewesen. Alles klar, Digga? Ich werde doch schon mal bessere Tage erlebt. Das ist nicht dein Tag, lass mich raten. Okay. Sprinten während des Joggens. Laufen. Sprinten während des Joggens? Was? Das habe ich jetzt gerade nicht gelesen, richtig. Ich wette, das ist eine topmoderne Einrichtung und so. Und hier brutzelt hier schon langsam der Beton runter. Ich denke nicht, dass Zombies sich an den Beton vergriffen haben. Sandman to Agent Leaf. Judging from the fragments of video we pulled from surveillance, it appears that several tanks labeled CSR-3 have already been attached to the main hoisting unit. I'll stay on standby at the main doors to the freight elevator. Over. Leaf here. Copy that. Objective confirmed. Looks like the contagion leaked out from a couple tanks crammed into the area. There are also sure signs of a firefight and explosive residue. Okay. Proceeding with the mission. Over. Digga. Wieso rüstest du nicht deine Flinte aus, Kollege? Aha. Das müssen wir machen. Bam, 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 bam. Okay. Dann lass uns mal normal die normale Knarre, ne? Wobei wir sind so ein Special-Einsatz-Kommando-Mensch. Können wir uns. Achso, gut, okay. Ist mit dabei. Star! Was? Oh, guck mal hier, der ganz abgenagte hier. Innerhalb von Stunden haben sie den komplett aufgefressen hier.
Digga, ganz im Ernst, wenn ich das sehen würde, ne? Ich würde doch hier abbauen. Ich würde mich doch gar nicht um diese Scheiße kümmern. Mein eigenes Leben ist mir doch lieber als diese Kacke hier. Das ist doch keine Gasdings. Das sieht der hinten, ist abgenagt komplett. Und das ist doch kein Gasunfall. Junge, denk mal drüber nach. Oh. Die Sache war für ihn sehr erdrückend. Erdrückend, versteht ihr? Wegen. Okay. Ja. Hüppala. Oh. Was ist passiert? Eieiei. Moment, mach mal die Kamera an. Ja, abgenagt, ne? Halt. Und er so, ich hab's gesehen. It's about time you guys got here. You're with emergency response, right? That's right. Agent Liev. How's the leg? Oh, it hurts like hell. But I'll be all right. Can't move very far, though. That's unfortunate. Listen, I need to search this place for survivors. I'll come back for you as soon as I can. Survivors? Yeah, well, good luck with that. Vielleicht erstmal Ersthilfe machen, anyway, verbinden und so Scheiß? I'll be waiting here. I just need to rest my eyes a little. Hilfe, Äste! Ach, ey. Was ist denn damit los? Achso, sollen wir das noch lernen? Digga, ernsthaft, haben wir ihn abgeknallt? Wofür? Warum knallen wir ihn ab? Gott, sind wir böse. Oh Gott, sind wir böse. Der arme Junge, warum knallen wir ihn ab? Wie unnötig war das denn? Ja, egal. Liev to Mission Control, Sandman. I made contact with an Aegis worker. I followed the protocol. I'm now heading to the control room to begin loading procedures. Over. Copy that. This all brings back memories from 94. Especially that day, when you opened fire on all those poor, innocent people. Aha, so eine sind wir also. Don't you remember? Orders are orders, Major. And those innocent people weren't exactly civilians. When you finally get your ass out of that chopper and onto the battlefield, we'll talk about it. Proceeding to objective. Over. Digga, wir sind voll böse, Mann. Weil Blut. Naja, dann haben wir es ja wohl verdient, auch drauf zu gehen, oder? Also ehrlich, der nächste Zombie, der kommt, schmeißen wir uns gleich direkt ins Gebiss rein. Someone must have had a lot of fun down here. August 1945. Ehre, ein Fremdwort für die alliierten Streitkräften. Die Atombombe der USA hat tausende unschuldige Seelen in Sekunden getötet. Und keine Soldaten, keine Männer, die aus freien Stücken in den Kampf gezogen waren und ihr Leben in dem Dienst für unsere große Nation geopfert haben, sondern friedliche Zivilisten, die in den Städten lebten, von denen heute nichts mehr übrig ist. Frauen, Kinder, unsere Familien sind tot, ausgelöscht von der Begierde, nach Überlegenheit, der Begierde der gesamten Welt, die Stärke ihrer Wissenschaft zu demonstrieren, der Atombombe. Aber nun ist die Zeit gekommen, ihnen zu zeigen, wozu unsere eigene Wissenschaft fähig ist. Es hat zehn Jahre gedauert, um schreckliche Waffen zu entwickeln, doch die schlimmsten von allen sind uns durch Zufall in die Hände gefallen. Wir hatten beschlossen, uns unsere Monster und unsere schlimmsten Entdeckungen geheim zu halten. Entschieden selbst Einheit 74 in Inhuman, obwohl wir dort beschäftigten Männern die Entfesselung der dunkelsten Gründe ihrer Seelen gewährten. Eine Waffe, die selbst für den Krieg zu unmenschlich schien, aber nicht zu unmenschlich für jene, die durch einen Knopfdruck alle Anzeichen von Ehre entsagten. Die Männer dieser Crew, die Väter und Söhne, die nun ihre Geliebten beraubt wurden, nannten es Chujin, die Verdammung. Die Welt in...
Literatur und Chronik wird sich der Verantwortlichen für die Atombombe als bösartig und respektlos erinnern. Ein Massenmord, der ihr Bewusstsein auf ewig trüben wird. Aber das reicht uns nicht. Nicht uns, nicht an die Familien, die sie in nur einer Sekunde ausgelöscht haben. Durchhaltevermögen ist besser als Niederlage. Der neue Kaiser hat befohlen, Chun-Jin auf den Feind loszulassen. Ein göttlicher, geräuschloser Wind und doch extrem tödlich. Unsere Verdammung wird sie ins Herz treffen und sie auf denselben Pfad des Leidens geleiten, den auch wir beschreiten müssen. Wir sind vor einigen Stunden aus Tokio aufgebrochen, rechnen mit einer langen Reise in die Richtung amerikanischen Küste, wo wir die Seuche entfesseln werden. Danach wird sie einen Schicksal ereilen, das sie nur aus Science-Fiction-Romanen kennen. In diesem Moment läuft eine zweite I-400 der glorreichen kaiserlichen japanischen Marine aus dem Hafen von Osaka aus. Sie wird die zweite und letzte Reserve der Seuche an einen streng geheimen Ort in Deutschland bringen. 174 existiert nicht mehr. Sie wurde von einer 20-Kilotonnen-Bombe vom Erdbogen gefegt, doch ihre Schöpfung ist lebendiger denn je. Und mit ihrer Hilfe könnten sich das Gleichgewicht der Weltmächte doch nur noch zu unseren Gunsten verändern. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, den Rest wird das Schicksal für uns. Ach, geht noch weiter. Erledigen. Admiral Chin-Jin. Der Rest ist unleserlich. Natürlich, Japanisch immer unleserlich. Hallo, du steckst da irgendwo drinnen fest. Dieser Abgekaute wird mir so ein bisschen Sorgen machen. Oh! Q drücken, um einen Gegenstand zu benutzen. Muss dann schnell blenden und dann... Okay. D, weiter. Q halten, um den Gegenstand... Q, weiter. Aha. Oh, nein, ich habe ihn benutzt. Ach, hey. Ach, du meine Güte. Nimm mit. Energieriegel. Okay, wir sind von da gekommen und sollen nach dort. Aber erstmal checken wir alles ab. Stars. Nee. Bin ich nicht hier richtig gelaufen? Momentchen, Popentchen. Ja, doch. Ich denke mal, spätestens dann, wenn wir das Licht anschalten, werden hier alle wieder am Leben sein, ne? Die Zombies. Und dann uns essen wollen. Oh, wieder was zu lesen. Also lesen können wir viel. Sieht nach einer Banküberweisung aus. Jay Phillips aus einer Million Dollar. Oh, hauaha. Das klingt nach schmutzigen Geschäften. Also nicht kacken oder so, sondern einfach nach Korruption. Weil Kacken ist ja irgendwie auch ein schmutziges Geschäft, oder? Ja. Wo geht hier was an? Das sind noch Server. Das sind 98 solche Server. Oh mein Gott, es gibt hier viel. Ich habe keine Aktien. Technik, nun nur die Angst. Die Wissenschaftler streben ein Alter der menschlichen Genomen dauerhaft zu. Aber es ist ja Supermenschen allein. Oh, Supermenschen-Alien-Kreuzung. Ja. Das, du musst halt die Situation erledigen, den PC überprüfen, in welchem Bereich es einen Kurzschluss gab. Diese sind bedingt nach dem roten und dann unglücklicherweise verläuft die Reparatur automatisch und dann zum so manuell, indem du die roten markierst, aufleuchten. Okay. Also, PC soll hier sagen, rot. Hä, gab es 98 schon solche Flachbildschirme? Off und CD, DA und HA. CD? Aha. CD. Jetzt habe ich schon alles wieder vergessen. Warte mal. Zurück. Was?
Da kann ich nur zurückgehen. Das sind diese scheiß Abkürzungen, was weiß ich. Ich hab das auch schon wieder alles vergessen, muss ich ehrlich sagen, ne? Was? So, warte einmal zurück. Die sind ja schon alle gemacht. Was haben wir? H A und C D haben wir gemacht. Lass mal kurz weiter checken. C D H A. Jetzt für D A und U F. Was fehlt? D A und U F. D A O F O. Oh, gibt es hier nicht? OF? War echt OF? Oh! Muss ich alle machen, wa? Warte mal. Oh, guck mal hier. Bam, bam, bam. Das muss nach einer gewissen Reihenfolge gehen, glaube ich. War jetzt ja noch alles. DA. Boah, ich hab das schon wieder alles wieder vergessen, Alter. Steht auch die Reihenfolge. CD muss eigentlich als erstes. CD, OF, DA, HA, DA, HA, CD. Ich weiß es nicht. Kann ich mir nicht was ausschreiben hier? Eins. Wobei OF, ich hab ich noch gar nicht gefunden, ne? Drei. Huch, warum ist denn jetzt... Achso, drei. Mhm. Und vier. So. So dann. Cool. So. Jetzt, was habe ich gesagt? Hier ran ein Vogel. An die Apparatur. Eigentlich sollte CD als erstes sein. CD. Ich habe DC gemacht. Upsi, pupsi, das ist verkehrt. Warte mal, mach nochmal alles nochmal. Kann ich gar nicht wieder. Doch, jetzt. Ja, ist ja gut. So. Und wir sollen mit einem CD anfangen. Oh, super. Denn mit einem D. DF. Hä? Was? DOF, genau. Und das hatte ich ja nicht gefunden, ne? Was gibt es als OF? Office Area gibt es hier als einziges und. Das mit Dings anfangen. Wir fangen mal damit an. Machen wir das weiter? Okay, das war wohl nicht sehr spannend. NDA. Okay, darauf wird es nicht hinauslaufen. Und? AA. Aber das haut nicht hin. Das wird nicht hinhauen. Oder müssen wir Kontrollraum? Hey! Ach komm schon! Hilfe! Fuck, ey. Aber es ist es doch nicht, weil wir hatten das. Okay. Ich denke mal, wir finden das in der nächsten. Guck mal, Sie könnten das sogar sehen. Hätte ich auch gar nicht abschreiben müssen, wenn man es nur sehen könnte. Aha. Also wir sehen uns wieder auf jeden Fall in der nächsten Folge. Mal gucken, was es wert ist, das Spiel, ne? Also bis zum nächsten Mal. Ciao.